Yo, mein lieben Jabroys, heute geht's wieder rund mit Mass Effect Andromeda und es kommt noch eine kleine Rede. Also das ist halt nicht meine Sache, Reden zu schwingen, großartig. Aber ich will euch einfach mal Danke sagen. Wir haben jetzt halt 24 Abonnenten. Ja, ich weiß, es ist nicht viel, aber okay, ich vor meinem Fenster laufen schon wieder irgendwelche Behinderten rum. Was soll ich jetzt nochmal sagen? Ich weiß, es ist nicht viel. Aber wenn ihr euch selber mal einen gemacht habt und ihr erreicht, dann ohne euren. Also ohne gepusht zu werden oder so. Einfach das erreicht. Ey, das ist wirklich schön. Mir fehlen jetzt bloß noch 6 Abonnenten und dann kann ich endlich diese VR-Brille verlosen. Ich freue mich schon die ganze Zeit wie so ein Wilder darauf, dass ich die endlich mal losbekomme. Ihr könnt euch gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin. Am Anfang habe ich gedacht, nachdem, dass ich vom Alten ausgestiegen bin, dass ich das eigentlich nicht hinbekomme. Leg dich richtig ins Zeug. Okay, warte ganz kurz, bis die fertig sind. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Okay. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Warum sind wir das hier? Auf alle Fälle, ja, okay, gut. Da. Shit, okay, warum sind wir jetzt schon? Ach ja, egal, passt schon. Ihr habt eigentlich nichts Wichtiges verpasst. Okay, eigentlich gar nichts. Wir haben bloß den Riders am Vater gefunden. Das war's. Und das Realtek-Häuschen. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ich habe es wirklich gedacht, dass ich das nicht schaffe. Aber mittlerweile läuft es sogar besser als damals. Ich habe viel mehr Abonnenten als damals. Also, ich will nur wirklich Danke sagen für den ganzen Scheiß. Und ich hoffe, ich komme wirklich noch höher. Ich hoffe, ich kann immer für euch Videos machen. Ich hoffe, das geht einfach, bis ich sterbe. Ich versuche das jetzt abzuziehen, bis ich 88 oder so bin. Scheiß drauf, ob es gut läuft. Hauptsache, die Leute, wo mir gerade zuschauen, die interessieren sich dafür. Also, jo, wie geht's? Jetzt geht's weiter mit dem Mass Effect. Da drum wieder Schluss mit der Albernheit. Okay, Albernheit war es jetzt nicht. Sei vorsichtig. Bisher habe ich mich Sorgen. Nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Nö. Ich verrate schon keinem. Okay, doch. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Dass ihr Railtag findet, das ist eure Suche. Ich habe gedacht, ihr sucht nach einer neuen Welt. Die Übersetzung. Moment. Das ist ja mal unlogisch. Indexiere. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Übersetzung liegt vor. Es donnert auch draußen schön. Es ist wirklich schönes Wetter. Okay, also wie es ausschaut, hat es die Atmosphäre hier geklärt. Bedeutet halt so viel wie, das heißt, die Atmosphäre wieder nur einigermaßen normal ist. Yay. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Puh, auf welche Arche? Ein klein wenig Hoffnung hier. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Ja, noch. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Holy shit, was ist das jetzt gewesen? Oh, bitte. Nein. Gehen wir jetzt drauf, oder? Ja, das wäre mal geil. Jetzt, ha! Spiel zu Ende, wir sind draufgegangen. Alles zu Ende. Ciao. Ciao, yo, das war's, wie es ausschaut. Wir sind tot. Mass Effect Andromeda ist zu Ende. Das war jetzt so richtig abgefuckt. So, hey, wir sind bei der dritten Folge schon zu Ende. Keine Sorge, davon kann ich, glaube ich, locker 20, 30 Parts raushauen. Wiederhole! Wir brauchen sofort! Ja, wir sind doch aber am Verrecken. Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Ja, dann gib uns ganz kurz deinen Helm, dann gibst du wieder dir deinen Helm, dann immer so weiter abwechseln, genau so. Helm abnehmen, uns geben, Helm wieder so und so und so und so und so und so. Was hast dann dürften wir beide überleben. Ich
Ich leite den Transfer ein. Hallo, du solltest dir vielleicht auch wieder deinen Helm aufsetzen. Hallo? Du stirbst, Junge. Hallo? Ist er echt dumm? Ey, der Vater ist doch dumm. Der verreckt doch jetzt, oder? Er ist der. Alter, Wissen. Ja, wir überleben es. Ist gerade von unserem Vater oder von uns das Gewebe? Also, ich weiß zwar, dass unser Gewebe sich dann einzieht und eigentlich farblos ist. Aber so schaut es bei mir wieder nicht aus. Also, ich halte jetzt mal meine Waffe. Blaues Blut, ich bin ein Alien. Sein Puls wird schwächer. Die Arche soll die Krankenstation bereit machen. Sein Puls fällt ab, wir verlieren ihn. Dieser. Ich habe seinen Namen vergessen. Seht doch diesen Typen, der wurde die ganze Zeit hin und rüber rennt. Ey, warum rennt der so? Sam, wie ist der Status? Ryders Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Okay, wir sind jetzt verbunden mit Sam. Echt heftig. Direkte Verbindung. Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Wow, warum bin ich da noch am Leben? Wieso bin ich dann noch hier? Hey, Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Sehr kacke. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ja, er ist halt selbst gestorben, muss man schon sagen. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern. Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Ich hasse es. War eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, sie sind der neue Pathfinder. Alter, das ist gerade. Das sind so traurige Momente in diesem Spiel. Da muss man sich schon zusammenreißen. Ja. Soll das ein Witz sein eigentlich? Aber mir bleibt wohl keine Wahl. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich muss es ja jetzt sein. So viele hier verlassen sich auf mich. Ich schaffe das schon. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder.
Ach ja. Okay. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Ein privater Kanal? Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Wow. Heftig. Das ist echt hart. Ah, das schaut aus wie so ein Alien-Schiff. Jetzt kommt diese Hund gribbelt da noch runter, ey. Was geht da, Chef? Ich kann diese Cats oder wie heißen die Cat Flat. Kann ich gar nicht leiden. Und apropos, sorry, dass keine Videos mehr so schnell online kamen. Aber wie gesagt, riesiges Projekt. Es kommen halt noch sehr viele Sachen dazu und sehr viele Details. Im Moment gibt es ein bisschen Probleme mit dem Platz. Ja. Yep. Ach du Scheiße. Der fliegende Vibrator. Was soll das für ein Scheiß sein, Alter? Du schaust wie so ein fliegender Vibrator. Was ist denn bei denen schief? Ey, die schauen so hässlich aus. Als hätte man denen. Als wäre das so ein Baum. Sind das vielleicht so Baumkrieger? Ach so, das ist ein Scanner, diese fliegende. Ich sag jetzt mal Drohne. Man hört sich deswegen nicht mehr so pervers an. Ey, diese fliegende Drohne da, die scannt mich ab, Alter. Das ist gar nicht gut. Und diese Fasern da. Wenn ich in den reinschieße, fliegt dann denen der Arm ab. Bestimmt. Jeder von denen ist irgendwie anders da geformt. Also halt aber anders davon aussehen, ja. Na, man sagt halt nicht, jeder Mensch schaut gleich aus, aber wenn man sich mal ganz ehrlich ist, wenn man die Hautfarben weglässt, groß oder klein, dann ist jeder Mensch eigentlich komplett gleich. Ja, ist so. Ob dick oder dünn, wenn du jetzt das Dicke wegziehst, dann schaut er genauso aus wie du. Und die hier, schau es mal an. Jeder komplett anders war. Jeder. Als wäre das so Rassen unterteilt. Ja, wie soll man sagen? Ey, Chef, der schaut dann wieder normal aus. Dann wieder die ganz unten, die wo diese komischen Stränge da haben, Alter. Die sind die so. Kanonenfutter, glaube ich, heißt das bei denen. Ja, wir haben einen weißen Anzug an, das schaut gar nicht gut aus. Right, schön sie wieder zu sehen. Alter, die schaut so hässlich aus. Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssen ebenfalls dort sein. Ja, was ist das alles? Hoffentlich hatten sie mehr Glück. Oh, nee, jetzt schon wird der Schluck auf. Jedes Mal in der Aufnahme kann es doch nicht geben. So groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle hier, Arche Hyperion. Wir bitten um eine Erlaubnis. Ja. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal. Oh, nee. Wie auch immer. So, es ist immer ein schlechtes Anzeichen. Warum gehen wir da auch rein? Ohne Antwort. Wer weiß jetzt, was passiert, Alter. Aber nein, da muss ich gegen 1000 Flatzwings soll ich kämpfen hier. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Ey, meine Nase ist so zu. Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Das sollte der Tiefpunkt sein. Also haben unsere ersten Aliens getroffen. Andockung eingeleitet. Okay. Sehr interessant, und wenn das jetzt unsere ersten Aliens waren. Jetzt pass auf, ich kenn's ja schon. Das war's. Aber unsere ersten Aliens. Wir sind da. Okay. Viel Glück, Pathfinder. Aliens. Aliens. Habt ihr euch das Wort schon mal angehört? Aliens? Hört sich an wie Sessenz? Ja. Wir haben unsere ersten Aliens kennengelernt. Ja, Freilü. Da ist eine komische Freilü. Komisch, keiner sagt was. Sie schauen uns alle. Die sehen uns alle, aber jeder denkt sich so, die Fuckers sind. Okay bei Ihnen, ey, diese Fuckers sind endlich da. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Wow. Was hier passiert? Wirklich? Ja. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist.
Es ist aber leider so. Jetzt gehört uns. Warum sagt es nichts mehr? Oh, viele sind am Pennen hier. Wir können einfach jetzt weiter. Ob ich juckt, oder was? Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Freundliche Gesichter. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Nein. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Oh nee. Also heute geht alles schief. Ehrlich gesagt, es ist schon meine dritte Aufnahme heute, aber die ganze Zeit verkackt. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ja, okay. Eine Dusche hört sich nie schlecht an, weil ehrlich gesagt, ich liebe es zu duschen. Ich sehe hier nirgends Champagner. Ich sehe auch kein Champagner, Leute. Ich sehe einen leeren Raum. Vielleicht hier irgendwas. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Okay. Oh, eine Kiste. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Natürlich, ich kann alles scannen. Hast du Champagner dabei, aber du schaust eher aus wie ein Reparateur. Hallo. Das riecht so richtig angestrengt. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Ist der stumm? Hat er sie gehört? Sagen sie von einer Arche? Ist das ein Problem? Das hier ist doch die Nexus, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist nur, wir dachten, sie wären alle tot. Nö. Was? Ich schaue doch noch lebendig aus, oder? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen. Oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Komisch, dass es nicht donnert. Es blitzt zwar ich die ganze Zeit. Es nicht. Tyrion Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Mhm. Weißt du, was ich gerade ganz komisch finde? Das sind Cora Harper und Liam Costa. Ja, gerade gesagt, unser erster Streit. Ach so. Also nicht nur der erste Kontakt, sondern der erste Streit. Aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Wieso das denn? Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Jetzt hier mal Sie kacke. Sie schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Hast du auch irgendwas zu reden? Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Schön zu Wir wissen. Sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns okay. vom Kurs abbrachte. Ja. Die haben wir schmerzhaft weiße kennengelernt. Warum wir sie die Geißel nennen. Sagt ihr, diese Wolke heißt die Geißel? Verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Ja, als die Ordnung nicht wieder hergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Okay. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Ansaugprozesse sind im grünen Bereich. Jetzt halt doch mal die Fresse. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Kennt den Spruch hier jemand irgendwoher? Ja, Psycho-Andreas. Grüße gehen raus. Haben wir einen Freund, da heißt nämlich auch Andreas. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen. Keine Sorge, der ist nicht verrückt. Ja, wir sind hier, um zu helfen. Wir haben gehört, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor ihnen. Ach cool, wir sagen immer das Gleiche. Sie sind nicht Alec Ryder. Ja, ich weiß, der ist auch mein tot. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Und ich gesagt, ja, ich weiß, Alec, der ist auch nicht tot. Ist tot? Ja, der ist tot. Ganz überraschend.
Sie müssen verstehen. Sie müssen die verstehen. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine soll es jetzt heißen, dass ich nicht... bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Ist doch egal. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Ich hasse es, wenn ich Schnupfen habe. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber ja? Dafür brauchen wir Leute. Wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Ja. Eine goldene Welt. Und die bekommen wir auch. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Du hast einen Pathfinder. Jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Alter. Also so gesehen, wenn die wirklich so viel Vertrauen in meinen Vater hatten, müssen sie auch in ihre... Das war ja seine Entscheidung, also müssen sie auch überzeugt sein darüber. Mein Vater war davon überzeugt. Wenn sie ihm vertraut haben, müssen sie auch seinem Urteil vertrauen. Wetten die Blöde. Leider nicht eingreifen können, ich hab's gewusst, dass die da irgendwas dagegen hat. So Alter, die ist so... Alter, wirklich ins Gesicht schlagen. Alter, diese totale Assi. Ich bin Nakmokesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Nakmokesh. Sie haben sich bereits verschreckt. Ich hoffe, also das ist sehr komisch, Nakmokesh. Aber wir können uns keine Fehler. Also nackter Mann mit Cash. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Ja. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Also dieser kleinen... Wir stehen Punkt, Punkt, Punkt. Zeige ich nur, dass ich besser bin als mein Vater. Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Und du haltest mal ganz kurz die Fresse, Alter. Ihr labert Willkommen mir zu viel. Auf der Nexus. Was für ein Schlamassel. Unfassbar, wie sehr alles schiefgelaufen ist. Ja, es ist schlimm. Aber noch ist es nicht vorbei. Pralli. Der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen... Sie möchte mir was zeigen. Vor einer Stunde war hier alles dunkel. Ja, und dank unserem Schiff. Aus ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben sie. Sorry, ich muss das ein bisschen was überspringen. Ich kann euch ja gerne erzählen. Wenn der Speicher leer ist. Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und das schauen ist Sie mal bei mir vorbei. Jetzt halt doch mal die Waffen. Auf alle Fälle, Direktor Tan, das ist die Frau, was wir das letzte Mal kennengelernt haben. Also, nee, nicht Direktor Tan, ist ja der Junge. Da oben ist die komische Frau da, die wohl ein bisschen anstrengend ist. Also da drüben ist auf jeden Fall jetzt der Typi. Der wird uns das gleiche Auftrag geben, dass wir wo Neues hingehen. Also das überspringe ich jetzt gleich sowieso, weil... Ryder, wir haben uns gerade über ihre nächste Expedition unterhalten. Also der hat seine Meinung und so weiter. Oder vielleicht ist der neue... Jobs auf andere zu... Ja, ach sorry, ich kann jetzt dann alles zeigen, was sonst... Seht ihr leider nichts von Spiel, das wäre auch sehr langweilig, ich kann euch ganz kurz erklären. Der hat uns jetzt einen Auftrag gegeben, also er vertraut uns, aber... Der Rest vertraut uns halt noch nicht, das machen wir später. Das ist nämlich eine Nebenaufgabe. Auf alle Fälle. Der will uns halt bloß einen neuen Auftrag geben, dass wir zu Tempest gehen. Das ist unser neuer Schiff. Das ist unser neues Schiff, das zeige ich euch jetzt gleich. Sofort sogar. Kann ich sogar noch. Irgendwie kann ich doch mal rennen, oder? Spielt so viel GTA. Auf alle Fälle das neue Projekt, das wird jetzt dann auch wieder ein neues Video hochkommen. Aber zuerst mal lasst mich mal ein paar Sachen zu machen, mal ein bisschen verschönern die Räume und so weiter. Und übrigens den Tisch, den habe ich jetzt hinbekommen, soweit wie es geht. Ich bin gerade bloß überlegen, was für einen Tisch ich da verwende. Ja. Hm. Da kommt mir die Nase so fuck you zu. Ich krieg's nicht auf. Aber ich möchte jetzt auch nicht schneuzen, weil ich bin mitten im Video. Also sorry, wenn ihr ein bisschen Luft dann ab und zu mal abbekommt. Aber ich kann das verdammt schwer verhindern, weil irgendwie muss ich ja auch mal Luft atmen können. Könntest du vielleicht mal rennen oder so? Ich hab vergessen, wie es geht. Hallo also. Ryder. Hallo Ryder. Zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein okay. Schmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ja. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie.
Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Erlik nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Das hört sich echt cool an. Vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Ja, das sind manche Leute echt Angst machen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Und was hast du davon? Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wow. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber auch deutlich weitreichender, als die meisten Leute hinnehmen würden. Ihr Vater wusste, dass einige es fürchten würden. Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. So. Richtig heftige Scheiße hier. Es gibt alles in die Hose, was in die Hose gehen kann. Wir haben keine Auffassungsteile. Okay. Automatisch bitte. Bei ihm auch automatisch, weil ehrlich gesagt, das kostet mir immer so viel Zeit bei denen und mich interessieren. Ich meine, ja klar, dass auch in dieser Aufnahme irgendwas in die Hose gehen muss. Auf alle Fälle. So, jetzt gehen wir auf die Tempest. Also zum Schiff, die heißt Tempest. Schluck auf, ich hasse dich. Hallo? Auf alle Fälle, jetzt sind wir bei der Tempest. Bei unserem Schiff. Aha, da tretet jemand dabei. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Geil. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Ob es sich auch hier ganz gut mit Mädchen verstehen kann? Aber ich glaube schon, dass es so ein kleines Schlingelspiel ist. Da wird es neigeschlonkt. Ah. Das ist die Tempest. Ey, ist das einmal ein geiles, flottes Schiff hier. Na, hoffentlich gibt es da was zum Schlafen. Und ein schönes Battle. Dieses Schiff schaut so legendär aus. Das Raumschiff. Na, das Schiff kann ja sozusagen am Raumschiff. Sonst beschwert sich hier irgendeiner vielleicht noch. Also das ist ein Raumschiff. Ist das einmal geil, flottes Ding hier. Sehen wir sie uns mal genauer an. Ich hab mich ein bisschen an Star Wars hier. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. 14 Monate? Boah. Ein Jahr und zwei Monate. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Frali. Und du bist? Vetra. Vetranix. Logistikerin, Vetra. Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Na, Frali. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Ja. Du hast irgendwas zu verheimlichen. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Gibt es ein Problem? Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestimmt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Oh, ben, schade. Richtig? Jetzt eigentlich sind wir schon mal über meine Aufnahmezeit. Ich wollte ja eigentlich ja nicht so lange aufnehmen. Das muss ich schon überspringen. Ich will euch nur noch die Welt zeigen. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste mich wieder mit Addison rumschlagen.
Und das will ja keiner. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Also wir werden jetzt gleich auf einem neuen Planeten landen. Aber leider sind wir schon über der Zeit, deswegen halt einfach. Oh, jetzt fängt uns an zu donnern. Das heißt, ich bin jetzt sogar ziemlich froh, dass wir es bis jetzt noch geschafft haben. Okay, muss ein bisschen mein Fenster zumachen, um mein Fenster zuzumachen. Es ist verdammt warm zurzeit, richtig warm. Ich halte es nicht aus. Also, Yaoi, falls ihr jetzt mehr sehen wollt vom Mars Effect, dann lasst einfach, ich sage jetzt mal, jetzt langsam wird es Zeit, dass ich halt einen kleinen Grenzsound setze und sage. Schluck auf. Der neueste Stand der Technik. Das lasse ich jetzt euch noch mitschauen. Sensoren, Forschungsausrüstung und natürlich die Crew. Sie Warum sind ist die besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Schön. Oh, es fängt schön an zu donnern. Ich hoffe, ihr hört es auch gerade. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Odyssey. Aber es wird verdammt viel ruhiger. Das erinnert mich das an Mario Odyssey. Techniker, Mechaniker und Oder Odyssey Mario. Ich glaube, andersrum war das. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Cool. Willkommen an Bord, Sam. Und ist auch nicht gerade schlecht. Anwar, unsere Wissenschaftsoffizier. Also ich weiß, ich kenne das Spiel, ja. Ich weiß auch, dass man hier Mädchen verführen kann. Und das werde ich auch natürlich tun. Das ist nicht öde, lustig und cool. Unauffällig und das Schnellste seiner Klasse. Diese Mission wird hart. Sämtliche Pläne der Initiative ja, sind gescheitert. Es ist jetzt sehr hart, einen Weg zu finden. Wir alle sind bereit für diese Herausforderung. Na, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, aber ein bisschen Humor kommt schon. Darf ich wohl noch reinbringen? Okay, gut. Das war's. Wir sind jetzt auf unser Tempest, unser Lieblingsschiff. Ich versuche es noch umzufärben. Also, yo, das war's auf jeden Fall mit der Tempest. Jetzt machen wir nur ganz kurz noch ein bisschen Party. Ich weiß nicht, wo der Party-Raum ist. So, ich sollte kurz. Zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Nö, wir gehen nicht zur Brücke. Leider können wir es noch nicht, aber in der nächsten Folge sehen wir einen neuen Planeten. Yay! Wie gesagt, einen Planeten. Okay, einen neuen Planeten, weil wir waren ja schon auf einen. Ich glaube, das war jetzt hier. Also, das ist unsere Kabine hier. Jetzt können wir uns das noch ganz das kurz Quartier färben. Ihr Quartier. Das werde ich auch noch schnell aufnehmen. Keine Ahnung, warum aber. Scheiß drauf. Mal schnell hier. Was? Wo ist der Unterschied? Und den. Und den. Hä? Achso, kurze Ärmel, lange Ärmel. Ja, kurze Ärmel. Mit Jacke schaut das auch richtig stylisch aus, aber erstmal will ich die Farbe ändern hier. Ich bin eher so ein Rot-Schwarz-Typ. Wie funktioniert denn das? So. Na, das machen wir schwarz und die Leinteile machen wir rot. So. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Aber nicht gut für Aufnahme. Nicht gut für Aufnahme. So. Eigentlich will ich das mal so rot haben. Kann ich es da oben irgendwie drehen? Ja, mit meinem linken Analogstick. So. Farbe 1, 2 und 3. So. Mit der Jacke schaut es noch ein bisschen stylischer aus, aber. Ja, so schaut es besser aus. Ebenfalls muss ich das ein bisschen. Hä? Eigene Tönung. Cool, das kann ich auch ebenfalls hier drauf befestigen. Das war um Bäh. Nee, es passt schon so wie es ist. Von der Verletzung hast du mal rot und schwarz. Yeah. Jetzt mal. Geht es auch noch? Genau, musst du mir das erst dazu kaufen. Schön. Ich glaube, die Aussicht lasse ich auch so. Also dann, Yaoi, falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst 6 Likes da und der kommt den nächsten Mass Effect in Folge. Yay. Euer Doom Gamer verabschiedet sich jetzt. Yaoi, mein lieben ihr Bros. Und lasst krachen. Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken, falls ihr neu seid, wenn ihr wollt.